Serverfehler-Backups können derzeit nicht wiederhergestellt werden. Was machst du da? Kein Durchkommen, ich bin bei dir. Zum Neuentisierungsmuster. Wer weiß, was die hier wieder für Sachen gemacht haben. Isotopsicherung. Will, und das ist Wahnsinn. Selbst wenn du dich in die Verwaltungssteuerung hacken kannst, weißt du, was passiert, wenn du einen Sicherheitsalarm auslöst? Ja, die Türen zum Reinraum öffnen sich, aber das Erste, das durch diese Türen kommen wird, ist ein Haufen Roboter, die jeden lebenden Eindringling im Labor töten werden. Selbst wenn wir an ihnen vorbeikommen, sind dann noch die Geschütztürme. Einer ist sogar hier im Labor. Wenn du das wirklich machst, wirst du uns alle umbringen. Eher alle umbringen als befreien. So. Okay. Das war die Erika. Tja. Da hat sich hier der Bergmann. Oh, Passwort für radioaktive Eindämmung. Passwort für radioaktive Eindämmung. Und wo benutze ich das jetzt bitte? Sicherheitstürsteuerung. So, jetzt sind die Türen zu. Das ist schön. Bringt mir jetzt noch nicht so viel. Aber was mache ich jetzt mit der Information? Ich meine, jetzt habe ich irgendwie noch ein Passwort. Aber irgendwas muss ich ja damit machen. Jetzt habe ich hier noch irgendeinen Terminal. So. Stone, Trees, Drinks. Okay. Jetzt zeigt er mir Plots Zugang verwehrt. Treffer ist gleich 1. Plots. Spear. Plots. Sniff. Treffer ist gleich 2. SN. SN. Drink. Sperre einleiten. So, dann werde ich wohl warten müssen. Aber irgendwie muss ich doch. Oh, schon geschlossen. Safe, ja. Experte. Dann bin ich ja nicht ganz. So, jetzt haben wir. Gut. Treffer ist 2. Okay, Treffer. Nehmen wir mal Gold. Haben wir. Also irgendwas mit OS könnte es auch sein. OS. Ja. Oh, schön. Mary Goodman. Safe-Steuerung. Oh. Verschlossen. Schloss deaktivieren. Autorisier-Schließmechanismus deaktivieren. Cool. Cool. Nehme ich. Interner Mailtransfer. Was geht hier Schönes? Abregelung, verpflichtend Überstunden. Ach, da. Aber der durfte offen sein. 10 Raketen. Alter. Schrottpatronen. Jede Menge. Leuchtvisier mit Impro-Pistole mit Leuchtvisier. Inventar, Waffen, Impro-Pistole. Impro. Wo ist leicht und schwer? Reichweite? Präzision? Hm. Feuerrad 55 hat nicht
ganz so eine Reichweite, ist nicht ganz so präzise. Naja, aber prinzipiell waren die Sachen, die ich da gefunden habe, auf jeden Fall schon ganz geil. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeug drin. So, hier hinten ist alles irgendwie ein bisschen verstrahlt. Aber ich habe das Admin-Passwort. Ich muss doch mit dem Admin-Passwort irgendwas anfangen können jetzt. Schauen wir mal unter Diverses. Passwort für radioaktive Eindämmung. So. Untersuchen. Tja, das bringt mir auch nicht so viel. C4. Über C4 bin ich reingekommen. Glaube ich. Nein, nicht so richtig. So, C4. Das ist jetzt wieder so ein bisschen... In C5 komme ich aber auch nicht rein. Oder? Doch, über... Na klar, über C4 komme ich in C5. So, dann gehe ich hier nochmal hinter. Gehe nochmal ins Terminal ran. So, Passwort erfordert. Admin-Login. Oh, geil. Das ist natürlich awesome. Leckentsicherung für radioaktive Isotopen festgestellt. Es wird empfohlen, die Anlage bis zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wartung zu verlassen. Sollte eine Evakuierung nicht möglich sein, tragen Sie bitte Schutzanzüge. Sicherheitstürsteuerung entriegelt. Na gut, aber wenn ich die Tür schließe, dann habe ich ja irgendwie auch noch nicht so ganz davon. Oder? Ach doch, warte mal, es könnte natürlich sein, wenn die Verriegelung jetzt geschlossen ist. Jetzt muss ich bloß den... Genau, jetzt ist hier hinten zu, wo der Ghoul drin war. Und jetzt muss ich hier eigentlich nur mal zurückkommen. Da, wo ich quasi reingekommen bin. Dann müsste ich eigentlich die Tür hier aufmachen können. So. Sicherheitsabriegelung aktiv. Innere Reinraum Tür öffnen. Ach, der will mich rollen. Ich würde gerne hier rein, Molly. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Haben Sie die Forschung zur piezonuklearen Auskleidung abgeschlossen? Was soll ich denn machen? Was soll ich jetzt machen? Sie könnten sich erst einmal mit dem aktuellen Stand der Forschung vertraut machen. Zugang erhalten Sie über die Konsole an Ihrem Arbeitsplatz. Haben Sie die Forschung zur piezonuklearen... Ich bin noch dran. Projektanweisungen erhalten Sie bei Dr. Elwood Woolum. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Haben Sie die Forschung zur piezonuklearen Auskleidung abgeschlossen? Hab ich. Hab ich natürlich, Heraus, du dummer Roboter! Das Beschäftigungsverhältnis von Forschern, die das Projekt vor seinem Abschluss verlassen, wird beendet. Ach ja. So, einige Systemfunktionen könnten ja bla, das ist, aufgrund der Sicherheitsabregelung. Aber wo kann ich denn die Sicherheitsabriegelung ausschalten? Muss ja irgendwo möglich sein. Oh, Polymerüberzugsapplikator. Gerätestatus.
Ausgangsreaktant links. Zugeführte aktuelle durchführbare Vorgängeprojekt zur nukleostriktiven Auskleidung. Zugeführte Reaktantenscan. Sowas, was hier geht. Aktuell zugeführte Reaktanten keine. Kann ich hier die unidentifizierte Probe. Keine Ahnung, ich hau hier mal einfach was rein. Geht nicht? Das macht er. Was bitte ist das? Systemfehler, Ausgangsreaktanten, unidentifizierte Probe, bla bla. Okay. Scannen das mal. Gucken, was da rauskommt. Ausgangsreaktant Gallium und Salzsäure. So. Geladene Herstellungs... Aktuelle Herstellungsparameter überprüfen. Was ist denn das bitte alles hier? Pressmuster für Nanogewebedraht. Ausgangsreaktant 1, Lithium, Lithiumhydrid und Gold. Strahlungsmuster. So, das ist Gallium. Das ist Salzsäure. So, da kann ich jetzt die hier mal noch reinwerfen. Halt. So. Komm, das will ich jetzt schon wissen, wenn ich das hier... wenn ich das jetzt hier schon gefunden habe. Lithiumhydrid und Tungsten. Tungsten, was auch immer. So, da habe ich eigentlich bloß noch eine Probe, die übrig bleibt. So. Links Lithiumhydrid, rechts Gold. Cool. Das ist doch, das kann ich schon mal so stehen lassen. Und jetzt weiß ich gar nicht, jetzt brauche ich hier noch irgendwo so ein... radioaktives Isotop benötigt. Könnte es denn sein, dass ich das eventuell hinten finde, hier in diesem... Ich gehe nochmal an das Terminal ran und mache nochmal die Tür auf. Okay, Zugriff auf System. Ja, bla, bitte warten. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. So, mach mal. Mach mal auf hier. Ja, ich weiß. Und dann packen wir hier nochmal die Schutzrüstung dran. Es könnte, ich glaube fast, dass dieses Isotop da hinten drin liegt irgendwo. Was bist denn du? Nee, das Wasser will ich ganz bestimmt nicht trinken. 238. Das tragen wir hier so ganz locker mit uns rum. Weil das ja einfach mal... Kann man ja machen. So, da haben wir dieses hier. Ich muss auf jeden Fall ganz dringend meine Strahlungsbelastung runterkriegen. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht sehr gesund, was ich hier mache. Ich bin bei fast 50% Verstrahlung. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. So, machen wir die Tür wieder zu hier. Tür schließen. So. Und Tab verlassen. Und der Nerv wenigstens... Aber ich glaube, mit dem U-238, mit dem Uran, kann ich jetzt mein Experiment durchführen. Ich bin gespannt. Genau. So. Oh mein Gott. Was hier rauskommt. So, aktuelle Herstellungsparameter überprüfen. Schauen wir nochmal.
U238, okay. Links Lithium, Hydrid und Gold. Das passt. Scannen wir das nochmal. Lithium, Hydrid und Gold, okay. Und dann geladene Herstellungsroutine ausführen. Herstellung läuft. Was macht das bitte? Ich bin gespannt, was hier rauskommt. Hallo? Was? Piezo-nukleare Powerrüstung Brust? Nett. Wenn du Strahlung ausgesetzt wirst, regenerieren sich deine AP schneller. Alter, was ist das denn bitte? Das ist für meine Powerrüstung. Ich schließe das Forschungsprojekt ab. Hab ich. Krasses Ding. So, dann, das ist echt der Hammer. Da freue ich mich gerade tierisch. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Okay, Kleidung. Machen wir hier wieder die... ein bisschen was Hübsches anziehen. Und natürlich die Gasmaske mit Brille. Nicht vergessen. So. Und dann schau ich mal in den Daten. Finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Ja, habe ich ja quasi. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Haben Sie die Forschung zur piezo-nuklearen Auskleidung abgeschlossen? Hab ich. Ist erledigt. Volles Rohr. Der Prototyp ist fertig. Wunderbar. Überstundenmodus deaktiviert. Entgiftungsraumüberbrückung abgeschaltet. Ich möchte das bestimmt sofort sehen. Kommen Sie bitte mit. Ich will mal ganz schnell speichern, so. Okay, also das war die Quest. Ich hätte gedacht, dass ich noch was anderes machen muss, aber wenn ich natürlich so hier rauskomme, dann ist das doch... Oh, ein Nuka-Cola Quantum. Na, jetzt. Wo ist denn jetzt bitte Molly hin? Ah, da oben. Da oben.